Ist das schon hier oder was? Wo ist das Schild? Ah, scheiß auf das Schild. Was essen wir dann als erstes? Wir holen jetzt unser Peanut Butter Sandwich ab. Und es gibt wirklich so geile Sachen hier. Oh, für jedes, auf jeden Fall für jeden was zu haben. Jetzt ist Peanut Butter Time. Oh, da kommt. Thank you very much. Da ist diese Ausstampfmaschine. Da kommt der Toaster quasi rein und wird dann so ausgestampft. Und das ist crispy. Boah, die Peanut Butter ist krank. Das ist mir zu viel Peanut Butter tatsächlich, dass ich dir sowas mal sage. Also ich weiß wirklich nicht, was die mit dieser Kombination aus Peanut Butter und Jelly haben. Also irgendwie ist es geil, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Kommt selber her. PBJ LA. One of the best sandwiches in America. Aber nicht das Beste. Ich möchte jetzt ein Tonkatsu Sandwich bei Moon Rabbit. Beam me to Moon Rabbit, please. Was ist zu? Ey, nein! Oh nein! Oh nein! Dann müssen wir wohl doch noch was anderes snacken. Was habe ich mir noch rausgesucht? Lucky Bird. Wir müssen zu Lucky Bird. Bei Lucky Bird gibt es geile Fried Chicken Sandwich. Hier ist die Karte vom Lucky Bird. Ich bin nicht so der Fan von dem Buffalo-Zeugs. Aber ich stehe auf scharfe Sachen. Deswegen nehmen wir den Hot Honey Sammy. Boah. Also Leute, es ist gekommen. Guck mal, wie schön das aussieht, Mann. Guck mal, wie schön das frittiert ist. Boah, diese Scheibe Käse, das liebe ich. Die Jalapenos da unten. Also jetzt mal ernsthaft. Was ist das denn? Boah, das habe ich nicht erwartet. Oh. Oh. Was ist das denn? Boah, auf eine Bank. Ja? Boah. Dieses frittierte Hähnchen wurde im Nachgang nochmal, ich glaube, mit so einem scharfen Pulver und nochmal irgendwie in Honig gewälzt. Krank. Boah. Boah, das war lecker. Ich glaube, das ist mein bestes Chicken Sandwich, was ich je gegessen habe. Es ist nicht scharf, es ist pikant. Oh, dieser, oh, nee, also so. Oh. Oh, incredible. Dieses Brioche ist einfach anders als die Brioche, die wir bisher gegessen haben. Es ist ein bisschen härter, es ist nicht so süß, aber die Süße kommt von dem Honig und so. Das braucht gar nicht dieses krassen Brioche-Flavor. Und es ist einfach so. Oh, also wirklich, es macht mich so glücklich, Mann. Boah. Heul gleich, Mann. Mein Lieblings-Chicken-Burger. Boah, ich liebe Essen. Merkt man das? Nee, vielleicht? Wir gehen jetzt noch einmal zur Extra. Was haben wir uns geholt? Ein Fat-Ex-Sandwich mit extra Bacon. Da hinten passiert die Magic. Und da werden die Ex geslattet. Oh. Ja. Ah. Slutty Joe. Und? Ja? Also das Rührei. Und es ist perfekt würzig, es ist genau geil mit diesem Schnittlauch. Ja, der Bacon ist gut, nur das Ding ist einfach, wenn der in dieser Eisuppe liegt, dann wird er halt ein bisschen nicht mehr so crunchy, munchy. Alles in allem ein solides Ding. Er ist offen. Wir sind jetzt bei Moon Rabbit. Da esse ich jetzt mein erstes Katsu Sandwich. Das Katsu Sando Japanese Style Sandwich. I would like the pork. I would like to try it, yes. Wir haben es gerade ausgepackt. Oh, es sieht so gut aus. Ich bin überrascht, das Brot ist nicht getoastet, aber was das wieder für Geschmäcker sind. Wir haben hier das Weißbrot, ganz grob geschnittenen Salat. Und Coleslaw? Genau, richtig. Ich stehe eigentlich nicht nur auf Schweineschnitzel und sowas. Schnitzel. Das ist so saftig und zart. Diese Soße, boah, schwierig zu identifizieren. Probier mal. Also kannst du gar nicht sagen, schmeckt jetzt nach so oder so oder irgendwas. Geile Kombination. Da müssen wir auch irgendwie mal zu Hause machen. Es ist soweit. Wir sind jetzt einmal um den Block gelaufen und haben wieder Hunger. Wir nehmen uns jetzt Donuts mit vom Donut Man. Ich mag das nicht mit den Erdbeeren. Ich auch nicht. Der Donut Man. Also, wir haben hier ein Bavarian Cream. Und dann hier noch einen mit Cinnamon Crumbles. Mein Gott, der ist so groß wie mein Gesicht. Was? Was ist das denn? Das ist also ein Donut. Schön diese Glazed Chocolate hier oben. So ein bisschen knackig. Und geil in Kombination mit der Füllung, mit der Cream. Mm. Den Cinnamon essen wir später, ne? Ja. Denn auch ich bin mal satt. Also der, wie gesagt, der Bavaria, der war krank. Und dann haben wir hier den Cinnamon Crunch. Ja, Bavaria Cream ist natürlich besser, aber das hier ist gut. Weil der Cinnamon, der ist so, man hat ja die Vermutung, der ist trocken, weil er nicht gefüllt ist oder sonstiges. Aber der ist wie so ein Donutschwamm, der so leicht feucht ist.
aber nicht fettig. So geil einfach, der letzte Donut. Ich predige gerade den letzten Donut und der fällt runter.